Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte auf diesem Marsch. Leider noch nicht Seasons, aber könnte rein theoretisch morgen der Fall sein. Theoretisch. Natürlich kann sich bis dahin noch viel passieren, dass natürlich Komplikationen gibt, ne, dass es nicht funktioniert. Warum auch immer. Da natürlich nicht, aber wenn es jetzt nach meiner Rechnung ist, jetzt heute ist Donnerstag, gut eine Woche plus eins, ja, ja weniger sogar, nee, doch mehr, eine Woche plus drei Tage, dann sollte es eigentlich schon funktionieren, sollte. Aber lass uns überraschen. Und wenn das nicht der Fall sein sollte, dann machen wir halt Gras weiter. Da haben wir jetzt schon auch die Knete, um unseren Fuhrpark aufzurüsten und umzurüsten. Richtung neue, bessere Maschinen. Natürlich wollen wir auch Felder kaufen, dass wir voll durchstarten können. Mal ganz kurz überlegen, gehen wir auf 5G-Geschwindigkeit und den werden wir ganz kurz reparieren. Warum ist er so kaputt? Ist auch nicht mehr in der Pflegebereich, weil die anfälliger ist. Denn die Ballenpresse ist weniger kaputt als die andere gewesen ist. Also müsste der Traktor ja eigentlich, ja, das kann schuldig dann sein, ne? Was Pflegereifung ein bisschen mehr kostet. So. Das heißt, wir werden umgerüstet auf normale Reifung. Konfigurieren, machen wir auf Standard. Kostet ja nichts. Aber reparieren wir trotzdem. Das Gewicht nicht mit drin, macht nichts, das Gewicht ist nicht tragisch. Geht ja vorhin auch nicht zu reparieren. Jetzt fahren wir gleich mal auf Feld 15. Da wird es auch nicht so weit sein. Zumindest vorbereiten. Dann können wir gleich Feld 2 düngen. Gesammelt haben wir schon alles. Hier müssen wir erstmal warten, bis er entsprechend Vorsprung hat. Also wir können aus dem Frühjahr noch einen Wald kaufen, ein bisschen Holz machen. Weil wir anfangs nichts zu tun haben. Aufgrund der Temperatur kann natürlich sein, dass wir ein bisschen Beschäftigung brauchen. Und dann machen sich ein paar Bäume ganz gut. Hier werden wir gleich mal düngen. Da können wir auch Düngen Feld 2 nehmen.
schon mal gespeichert haben. Ich bin Feld 2, da ist dieselbe Maschine. Ich sehe gerade zwei kombinierte Kurse, das ist schlecht. Ein Kurs, der reicht. Der wollte zurück, Feld 13, glaube ich. Ciao, ciao. So, dann können wir schon mal Reger an Nord fahren. Wir wollen ja ein bisschen was zu tun haben, ne? Die Jungs von der BGA. So, knallen wir gleich durch. Jetzt fahren wir links und dann rechts. Bin ich wieder verfahren. So. Mal den Händler aufwecken, ne? So, gleich wieder rechts. Aber so ein Krone, der alles auf einmal macht, ist auch nicht schlecht. Ich habe so eine Maschine gesehen, eine ganz seltene Marke, die hat 15 Meter gemäht. Ich glaube, Slowakei kam die. Ah, liegen noch zwei. Oh, mehr. Mehr wie zwei. Ziemlich genau sechs. Die laden wir mit auf. Das passt nämlich genau. Einer hat er nicht mitgezählt und war hinten noch Platz. Die müssen aber weiter nach dichter ran. Ach, die Zeit hat gedrückt, ja, passt. Und nicht ganz schlimm, wenn man die Zeit vergisst. Die Formen dann zu lang werden oder zu kurz. Zu kurz wäre schlimmer. So, B. Ein Stückchen weiter vorfahren. Und Z zum Abladen. Perfekt. Die haben zu tun. Die nächsten zwei Stunden ungefähr in Game. Weil meine Wahl ein bisschen mehr wie 4000 haben, braucht die ein bisschen länger. Und somit auch kann ich gutes Geld verdienen. wir sparen uns einmal fahren. Anderthalb. So, jetzt geht's zurück zum der nächsten Schwung holen. Denn mit den neuen Seasons, da werden die Ballen erstmal, die brauchen auch eine Zeit lang zum Gären. Das heißt, gleich zum BGH fahren und dann verarbeiten wird dann nicht funktionieren. Ja, ich bin verkehrt gefahren. Auch nicht weiter tragisch, wir fahren ein bisschen die Runde rum. Der Düngerfahrer ist auch unterwegs. So muss das sein. Abernten, düngen und neu mähen. Irgendwann. Aber das werden wir nicht machen, wir werden das einfach so machen. Wir werden das jetzt in Zukunft so machen, dass wir... das könnten wir auch immer so machen, theoretisch. Ich muss mal schauen, bei der Wiese macht das Sinn. Wenn das im Herbst eingesät wird, wenn wir eine Wiese haben wollen,
möglichst früh abernten und dann noch eine zweite Ernte reinbekommen. Also das heißt, theoretisch so, so stellen wir das vor, dass wir im Formsommer noch die Ernte machen und dass wir dann genau in der Zeit, wo Soja ausgesät werden kann und Mais und Sonnenblumen, noch das reinknallen können, dass wir noch zwei Ernten machen können. Also Gras ist ja auch eine Ernte in dem Sinne. Zwar nicht wie Getreide oder Raps, aber theoretisch wäre das möglich. Es hätte noch einen Vorteil, mit der Aussaat wird gleich doppelt gedüngt, da Gras immer einmal Düngen mit bei hat. Jetzt beißen sich die beiden aber gewaltig. Da wieder einen Weg. Steht der da wieder einen Weg? Ja. Nur mal ganz kurz. Oh. Jetzt hat er Drehung rum. Wir müssen warten, bis er das in den Griff kriegt, oder wir müssen ihm eingreifen. Wir werden eingreifen müssen. Jetzt hat er sich verfranst, der Bursche. Bitte schön, so nicht. Das Problem. Ja, egal was wir machen. Wir können ja auf der alten Spur zurückfahren mit der Möglichkeit. So, nicht passen dann. Hätte ich mit anderen ein bisschen mehr Zeit gelassen, dann wäre das nicht passiert. Mit dem Ballenpressen. Lass ich mal ein bisschen Vorsprung, wir werden mal gleich die Ballen wegsammeln. Mit zwei Geräten zu mähen auf demselben Feld ist ein bisschen auch riskant, weil es einfach zu klein ist. So, schauen wir gleich, ein paar ausgeladen bekommen. Können wir ja mit, nebenbei mitmachen. Aber wir müssen da vorne einen Balken wegkriegen und passiert ähnliches wie oben mit dem anderen Traktor mit der Ballenpresse. Gut, Gefahr ist gebannt. Hier wäre das nicht so gefährlich, hier ist kein Ballen, also die sind die weggerollt. Also die hin. Wo hat er hier die Ballen gelassen? Oder habe ich die schon geholt? Ja, die habe ich schon geholt. Also, ja, ja, ist schon soweit. Ist doch gar nicht mal so heiß. Der Güter hat sich beruhigt. Dank des Extraventilators. So, haben wir mal da erledigt. Im Grunde haben wir verschenkt ein bisschen Gras. Müsste mal die Felder. So, mal ganz kurz schauen. Er muss noch die Runde fahren. Aber nicht am ersten Weg kommt. So.
Sonst wäre er wieder nach vorne fahren und würde die Runde nochmal fahren wollen. Und die Runde nochmal fahren, naja, wäre ja Blödsinn, ne? Gut, das macht er dann mal schön fertig. So. Gehen wir zum LKW und sammeln die Wagen wieder, bald wieder ein. Zumal vorne hier wieder die anderen auch wieder kommen, ne? Und jetzt können wir auch bald mit dem zweiten anfangen. Aber zwei Ballpressen, gute Idee gewesen, das muss man sagen. Dadurch haben wir ein bisschen was geschafft, zeitlich mehr. Denn wenn die Krone das machen würde, müsste die zu oft stehen bleiben. Und wäre jetzt in derselben Zeit genauso viel mähen wie jetzt. Ja, dann wäre das Mähen auch unterbrochen, also wäre auch nicht so sinnvoll. Also ist Mähen alleine schon nicht schlecht. Gerade dass die Mähbreite nicht ganz so hoch ist. Also mit 9 Meter oder 9,50 oder 10, was möglich wären, ist ja ganz schön so, 3 Meter weniger, ne? Aber so, wenn der jetzt ungefähr in der Mitte ist, dann kann man gleich sofort den nächsten ansetzen. Zum Pressen. Müssen wir das Feld noch mitmachen, eine ganze Folge? Das wäre sinnvoll, ne? Machen wir das voll, den Sack hier. Sonst, wenn wir jetzt die nächste Folge machen und mit Season, dann ist das ja auch hinüber. Und so können wir das wenigstens gleich düngen. Dann düngen können wir das dann ja auch mit Season zusammen. Das wäre nicht so schlimm. Lass den Ballenpresse nicht so schnell fahren. Das ist eine große, große Wiese und das muss man auch hinkriegen, dass man sich nicht mehr begegnet. Ne? Das kommt durch das Vorgewende. Ja, große Wiese und trotzdem gut dicht zusammen, ne? So, und den Ball gleich wegnehmen. Dann haben wir wieder eine Reihe voll mit 24. Ja, jetzt wollen wir mal schauen mit dem zweiten Traktor. Das sind jetzt 1, 2, praktisch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Reihen und da hinten sind's. Aber wir müssen den hier wegnehmen, sonst kommt er mit der Ballenpresse. Eine Quere. Na, Borki, bist du hier? Borkenkäfer geprüft? Ah, Glück gehabt. Ich schon eine Arbeit machen kann, die ich für Donnerstag oder Mittwoch. Glaub Mittwoch. So, jetzt werden wir gleich da oben, wo er mit Mähen beginnt, mit einsteigen. So, kopieren wir mal kurz. Düngen Feld 2, Schwatten Feld 1 zu 15. Das war wichtig. Uhrzeit, reelle Uhrzeit, 18 Uhr. Also super. Denn heute ist Freitag. Freitag muss ich hochladen.
Quatsch, Samstag muss ich hochladen. Heute ist Freitag. Also muss ich morgen hochladen. Scheiß Urlaub. Kopf und Schade, Alter. Das heißt, dass ich heute noch bearbeiten muss und spätestens morgen hochlade oder über Nacht. Arbeitsmodus wäre wichtig. Wie heißt das? Aufklappen. Egal, wir machen die Wiese fertig. Was vorne ist runter, das ist schlecht. Dann spinnt er meistens. Nehmen wir gleich den ersten Stück mit. Und dann Abfahrer einstellen. Und sonst wären die Ballen ja alle, oder das Gras wäre ja mit dem ersten Tag Frühling dann nicht mehr da. Das heißt, wir werden das noch voll schön mitnehmen. Es dauert zwar noch ein bisschen, das heißt, es wird eine überlange Folge, aber wir kriegen es fertig. Beziehungsweise wir werden die Folge beenden und ich mache den Rest fertig. Ist auch eine Option. Denkt man, so lange guckt eh keiner. Also wir machen mit Gras weiter, also keine Beunruhigung. Dann seid mal tschüss und winke. Ciao, ciao. Bis, ich hoffe, zum neuen Zeitalter mit Seasons. Ciao.